Herzlich willkommen zu einem neuen Videoausschussreport, diesmal zum Digitalausschuss am 19. Mai 2021. Drei Themen hatten wir diesmal. Einmal ging es um die Umsetzungsstrategie Digitalisierung der Bundesregierung und um die Datenstrategie. Zum zweiten ging es um, jetzt kommt ein langes Wort, Telekommunikations- und Telemediendatenschutzgesetz. Und drittens ging es um die Urheberrechtsreform und digitale Ausleihe in Bibliotheken. Hier sind wir übrigens direkt auf der Ebene des Plenarsaals, nur ein paar Meter davon entfernt, in einem Nebenraum neben der Westlobby. Im Moment mit einer wunderschönen Kunstausstellung und großen Fenstern, durch die man direkt aufs Kanzleramt gucken kann. Zuerst ging es also um das Thema Datenstrategie und Umsetzungsstrategie Digitalisierung der Bundesregierung. Die Umsetzungsstrategie ist nicht wirklich eine Strategie. Da hat die Bundesregierung einfach mal alle Ministerien gefragt, was macht ihr denn so für Projekte? Die haben irgendwas geantwortet, das wurde hintereinander geschrieben und das heißt jetzt Umsetzungsstrategie. Wir haben dazu durchaus ein paar Fragen gehabt, aber eigentlich fragen wir als Ausschuss ja die Bundesregierung und normalerweise jemanden, der dazu auch sprechfähig ist. Das sind MinisterInnen, StaatssekretärInnen, manchmal auch AbteilungsleiterInnen. Diesmal hatten wir weder noch anwesend. Es waren nur Referentenebenen anwesend und es kam so, wie es kommen musste. Auf gefühlt jede zweite Frage gab es die Antwort, das kann ich nicht sagen, das müsste mein Vorgesetzter oder noch darüber jemand beantworten, weiß ich nicht, das reiche ich nach. Das ist ein bisschen eine Verarsche des Digitalausschusses und kann ja vielleicht einmal passieren. In der letzten Zeit häufen sich aber solche Fälle. Da wird es garantiert noch eine Beschwerde vom Digitalausschuss geben, weil so funktioniert natürlich die Kontrolle der Exekutive durch die Legislative nicht. Zum Inhaltlichen. Mich haben vor allem zwei Themen interessiert. Einmal das Online-Zugangsgesetz, abgekürzt OZG. Das ist das Gesetz, das vorschreibt, dass bis Ende 2022 575 Dienstleistungen der öffentlichen Hand elektronisch verfügbar sein sollen. Das zweite Thema war Open Data. Aber zurück zum OZG. 315 dieser 575 Dienstleistungen sollen bereits online gestellt sein. Die wunderschöne Seite verdrusssache.de, die zählt nur bis 24. Und da stellt sich natürlich jedem normalen Mensch die Frage, warum sagen die einen 24 und die anderen 315? Das hat mit den sogenannten Reifegraden zu tun, denn wie digital und elektronisch eine Dienstleistung abgewickelt werden kann, da gibt es halt Stufen von gar nicht, alles nur Papier, bis total elektronisch inklusive, man kriegt Bescheide zugestellt und man muss nicht mal mehr irgendwas hochladen, weil sich zum Beispiel die Geburtsurkunde das eine Amt von da holt, wo die Geburtsurkunde eh schon rumliegt. Das ist ein Reifegrad. Ob ich den noch erlebe, keine Ahnung. Verdrusssache.de kommt auf 24, weil sie nur das zählen, was Reifegrad 3 hat, was also vollständig elektronisch geht, wo ich auch Nachweise einscannen und hochladen kann. Alles, wo man noch ein PDF ausdrucken muss, unterschreiben und zur Post bringen, zählt Verdrusssache.de nicht mit. Wie kommt also die Bundesregierung auf 315? Ich habe also im Digitalausschuss gefragt, wie viele von den 315 als abgehakt gelisteten Online-Zugangsgesetz-Dienstleistungen sind denn Ende zu Ende elektronisch zu erledigen? Die Antwort? Weiß ich nicht, sagte die Referentin. Aber sie will sie nachliefern. Ich habe nochmal nachgelegt und gefragt, aber es sind dort definitiv welche mitgezählt, die nicht Ende zu Ende elektronisch sind? Die Antwort war, ich bin nicht auf dem aktuellsten Stand, ich liefere die eigentliche Antwort nach. Nicht wirklich befriedigend, muss ich sagen. Ich habe mich auch dafür interessiert, wie transparent eigentlich der Grad an Zielerreichung ist, also zum Beispiel auch die Zwischenstände, wenn sich da so eine Dienstleistung durch die Reifegrade entwickelt. Oder wenn sie zum Beispiel nur in einer Stadt verfügbar ist, dann haben die anderen Städte ja nichts davon. Wo kann man zum Beispiel sehen, ob eine Dienstleistung nur in einer Stadt, in 20 Städten, in 2000 Städten oder in ganz Deutschland verfügbar ist? Da kam als Antwort auch nur, wir arbeiten an mehr Transparenz. Im Moment kann man nämlich nur mit einem Login bestimmte zusätzliche Daten sehen und sonst leider nicht. Was auch fehlt, ist übrigens eine offene Schnittstelle zur Informationsplattform des Online-Zugangsgesetzes. Ich habe da auch gefragt, ist so eine offene Schnittstelle geplant, dass Verdrusssache.de sich nicht immer so quälen muss, die Daten da irgendwie runterzukratzen, sondern die einfach maschinenlesbar haben kann? Die Antwort war,
weiß ich nicht. Sie wird nachgereicht. Also zum Thema OZG war die Befragung nicht sehr ergiebig. Etwas besser war es bei dem Thema Open Data. Da hat Philipp Holtermann vom BMI erstmal ein bisschen selber erzählt. Zum Beispiel, dass eine Open-Data-Strategie noch in der Mache ist, aber schon sehr weit gediehen, dass sie sich an hervorragenden internationalen Beispielen orientiert, dass man da unter anderem auch die Rolle des Open-Data-Kompetenzzentrums schärfen will. Ich habe auch mal nachgefragt, steht nämlich auch in der Datenstrategie drin, was soll denn auch die Stärkung des Open Data Kompetenzzentrums eigentlich bedeuten und wie will man die Zivilgesellschaft da besser einbeziehen? Da hat er gesagt, also einmal sollen die mehr Personal bekommen, dieses Kompetenzzentrum. Es sollen die Rollen ausgeweitet werden, dass sie also mehr Verantwortung und Kompetenzen haben. Und es soll tatsächlich auch die Community mehr einbezogen werden, zum Beispiel durch diverse Foren, die man da veranstalten will. Eine Frage habe ich ihm noch gestellt zu den Open-Data-Lizenzen. Da gab es nämlich immer wieder Diskussionen, weil die deutsche Verwaltung da so eigene Lizenzen sich ausgedacht hat. Es gibt ja eigentlich Creative Commons-Lizenzen, international breit genutzte Open-Data-Lizenzen. Welche nimmt man da jetzt eigentlich? Und ich hatte gehofft, dass man sich endlich dazu entschieden hat, nur die international gängigen Open-Data-Lizenzen zu nutzen. Man nimmt auch solche, aber es bleibt offenbar bei einem Durcheinander verschiedenster Lizenzen, denn auch die sogenannte Deutschland-Lizenz, der Name allein, soll weiter genutzt werden. Unser zweites Thema war das TTDSG, das Telekommunikations- und Telemediendatenschutzgesetz. Besser sollte man das übrigens Telemedienüberwachungsgesetz nennen. Es ist nämlich der dritte Versuch einer Bundesregierung, eine Bestandsdatenauskunft in ein Gesetz zu kippen. Und ihr erinnert euch vielleicht, der erste und der zweite Versuch sind am Bundesverfassungsgericht gescheitert. Aber leider war es dann immer so 6 bis 8 Jahre in Kraft, wo wir alle ein verfassungswidriges Gesetz und seine Folgen zu ertragen hatten. Jetzt wird es also ein drittes Mal versucht. Ich finde das auf jeden Fall nicht lustig und deshalb haben wir dieses Gesetz auch abgelehnt. Das TTDSG regelt aber noch viele andere Dinge. Ihr kennt das ja alle, immer wenn ihr euch 1 Meter im Internet bewegt, poppen diese Fensterchen auf, die von euch wollen, dass ihr sämtliche Cookies akzeptiert. Wenn ihr sie ablehnen wollt, wird es immer ganz kompliziert. Das ist zum Beispiel die Seite der NZZ. Wenn man da nicht alles akzeptieren möchte und auf Einstellungen geht, kann man natürlich, ist wieder vorbelegt, alle akzeptieren. Aber wenn man dann hier blättert, denkt man vielleicht erst, no, das ist ja schon alles abgewählt und vielleicht klickt man auf Speichern und Beenden. Es lohnt sich aber mal ein bisschen endlos runter zu scrollen, weil, guck mal, da ist was angeklickt, das mag man weg. Und dann wir gucken mal eine andere Seite an, nämlich welt.de. Wie sieht's denn da aus? Da gibt's natürlich auch so ein Pop-up. Wie immer, alle akzeptieren schön fett, sehr unsichtbar, einstellen oder ablehnen. Wir wollen mal alle ablehnen. Hier sieht es schon aus, wie aus. Und da kommt alle akzeptieren, das ist ja komisch, ich will ja eigentlich alle ablehnen. Guck mal, da unten gibt es auch ablehnen wie ausgewählt. Ausgewählt ist da oben, aber ich kann das gar nicht klicken. Wie soll ich denn zur Hölle da klicken, wenn das immer wieder zurückgeht? Das ist echt Beschiss. Man kann es einfach nicht klicken und wenn man es versucht, landet man wahrscheinlich aus Versehen bei alle akzeptieren. Das ist genau der Plan von diesem Design. Genau über dieses Thema sprach ich auch in meiner Rede im Bundestag am Tag nach dem Digitalausschuss. Die könnt ihr euch gerne in Gänze anhören. Unten in der Infobox werde ich sie euch verlinken. Eine Gesetzesänderung ist noch ganz kurzfristig in dieses TTDSG-Gesetz hineingewandert, nämlich eins, das sich mit den PIMS beschäftigt. PIMS sind Personal Information Management Systems. Die sollen später über eine Verordnung genauer detailliert werden. Aber jetzt wurde da schon mal reingeschrieben, dass es sie geben soll, dass wer immer sie betreibt, unabhängig sein muss und nicht ein wirtschaftliches Eigeninteresse an den Daten haben soll. Und dass die Browser die Vorgaben dieser digitalen Helferlein akzeptieren müssen. Was sollen die denn machen? Die sollen sozusagen an meiner oder eurer Stadt diese ganzen Pop-up-Windows schon im Hintergrund wegklicken. Und zwar so, wie ihr es ihnen vorher vorgegeben habt. Zum Beispiel, klick einfach immer alles ablehnen, außer die, die man akzeptieren muss, weil sie für einen Dienst zwingend notwendig sind. Diese PIMS klingen sehr verführerisch und ehrlich gesagt, ich hätte sowas auch gern. Aber in der Anhörung zu dem Thema haben etliche Sachverständige gesagt, das ist nicht europarechtskonform.
Da habe ich natürlich darauf Bezug genommen, habe im Digitalausschuss gefragt, wie sieht denn das die Bundesregierung? Sieht ihr da keinen Konflikt zum Europarecht? Und die überraschende Antwort war, nö, wir sehen da überhaupt gar keinen. Das Gesetz muss sowieso der Europäischen Union quasi vorangezeigt, notifiziert nennt man das, werden. Und wenn die dann irgendeinen Änderungswunsch oder ein Problem damit haben, würden sie sich schon melden. Man rechnet aber nicht damit. Da bin ich wirklich gespannt. Ich glaube aber, dass damit nicht alle Probleme gelöst werden. Ich glaube nämlich, wenn man alles immer nur so auf Einwilligung basierend macht, egal ob mit oder ohne Helferlein, ändern wir nichts am Grundproblem, dass diese personalisierte Werbung eigentlich das Grundkonzept des Internets oder der vieler Geschäftsmodelle im Internet ist. Und am Ende führt das auch oft zu einer Art Zweiklassengesellschaft, weil ich nämlich dann zwei Angebote habe. Ein Angebot, wo man allen Cookies zustimmen muss, also quasi vollständig auf seine Privatsphäre verzichtet. Oder aber ich bezahle Geld, dann kann ich meine Privatsphäre behalten. Wozu führt das? Privatsphäre nur für Reiche. Gläserne SurferInnen, das sind dann die Ärmeren. Das kann ja wohl nicht unsere Erwartung von Gesellschaft sein. Und ich denke, dass man da ethische Grenzen ziehen muss. Das kann man nicht auf deutscher Ebene machen. Das kann man aber auf europäischer Ebene. Da wird nämlich die E-Privacy-Verordnung gerade verhandelt. Und ich erwarte von der Bundesregierung, dass sie sich da einbringen und erreichen, dass solche ethischen Linien und Grenzen gezogen werden. Man kann nicht per Einwilligung alles erlauben. Es gibt ja zum Beispiel Gründe, warum man Organhandel auch mit Einwilligung nicht legalisiert. Und ich finde, für personalisierte Werbung sollte das auch gelten. Unser drittes Thema beim Digitalausschuss war die Urheberrechtsreform und die digitale Ausleihe in Bibliotheken. Für uns ist besonders wichtig, dass es endlich ein Verbandsklagerecht gibt. Das gibt es im Moment nämlich nicht. Da gibt es ein echtes Machtungleichgewicht zwischen den NutzerInnen, aber auch den UrheberInnen und den großen digitalen Konzernen, die deren Inhalte verwalten. Außerdem darf es natürlich keine Upload-Filter geben. Ihr erinnert euch ganz dunkel, das hat die GroKo sogar versprochen. Niemals nicht wird es mit ihr Upload-Filter geben. Und was gibt es jetzt? Überraschung, Upload-Filter. Im Ausschuss wurde auch ein Antrag von uns verhandelt, den meine Kollegin Petra Sitte vorgestellt hat, wo wir uns für eine Gleichbehandlung von E-Books einsetzen. Wie kann man die ganze Zeit von digitaler Gesellschaft reden, aber E-Books diskriminieren im Vergleich zu Papierbüchern und die einen soll man ausleihen dürfen und die anderen nicht. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Wenn ihr es euch näher angucken wollt, unseren Antrag, den Entschließungsantrag der Linken, den könnt ihr auch da unten verlinkt in der Infobox finden. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Dabeibleiben, fürs Zuhören. Bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Wenn kein Corona ist, gibt es da hinten ein kleines Café. Da könnte man theoretisch einen Espresso trinken und dann wird es einem besser gehen. Ja, fuck Corona.